Frage. Gute Frage. Welchem Kalender soll ich folgen? Wir haben ja immer so einen Ramadan, mashallah, yani, es gibt ja so einen Durchfall an Dings, an Kalender. Ja, und alle Vereine haben auf einmal so den Bedarf, die ganzen Muslime zu überschütten mit ihrer ganzen Kalender-Kacke. Also ich denke, ganz normal den Kalender, was man eigentlich benutzt, ja ganz normal, wie wir immer jeden Tag beten. Ramadan hat keinen anderen Unterschied. Die Zeit ändert sich in Ramadan oder der Ball dreht sich nicht anders. Alles eigentlich so, wie das ist. Also wenn das konform ist zu das, was wir haben, ja, okay. Wenn es nicht konform ist, dann wir nehmen das, was wir eigentlich ganz normal haben, als ganz normale Gebetszeit für diese Zeit. Finde ich nicht, findest du. Geh letztes Jahr, vorletztes Jahr. Weil Ramadan verschiebt sich ja. Dann weißt du ganz genau, wann die Zeit da in diesem Tag ist. Ein Jahr vorher oder zwei Jahre, weißt du ganz genau. Deswegen, aber wie Sheikh Bethlehemin gesagt hat, bei Maghrib und bei Fajr sollte man die 5 Minuten ein bisschen noch plus doch dazu einmal. Bei Fajr sollst du plus 5 Minuten machen. Genau. Und bei Maghrib sollst du minus 5 Minuten machen. Dass die Taqwimat, die in Europa, habe ich selber gehört von Sheikh Rahmatullah Ali in einer Aufnahme, online, die er da gesagt hat, dass es diese Taqwimat sind okay, also die Berechnungen sind okay, aber man muss bei Maghrib und Fajr ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht Maghrib vielleicht 3 Minuten vorher oder so. Ich mir das, Jungs, ihr könnt das forschen, das ist online. Glaube ich, bei Maghrib 3 Minuten vor und bei Fajr 5 Minuten nach die Zeit, was geschrieben ist. Man muss vorsichtig sein. So hat er das gesagt und so ist auch. Und ich habe das dann selber dann geforscht, indem ich dann draußen gefahren bin in Ramadan-Zeiten und geguckt habe tatsächlich so und dann andere auch nicht Ramadan-Zeiten und tatsächlich so ist, dass Bewegung von Shafaq, so wie Sheikh gesagt hat, also, es ist fast genau, wie er gesagt hat. Vielleicht bis auf 1 oder 2 Minuten. Ja, ich könnte Fajr 3 Minuten geben und ich könnte Maghrib 1 Minute abziehen. So, wenn ich das vom Horizont sehe, wenn es frei ist, wenn du draußen fährst, wo sich klar ist und der Himmel trifft auf die Ebene Erde, dann kannst du wirklich sehen, was wirklich passiert. Ich denke schon, dass es wie der Sheikh Rahmanullah, das ist das Genaueste. Anders, weil viele machen so die Taqwime so, auf einmal findest du, dass das irgendwie, Fajr ist auf einmal auf 5 Uhr und geht wirklich im Turbo nach vorne oder anderen Taqwime findest du, dass der Fajr irgendwie doch früher gerechnet wird oder das Ganze ist ein bisschen große Craziness hier. Mein Kalender sagt mir, dass Iftar... Und wer Fehler macht, da ist kein Problem. Entschuldigung. Und wer Fehler macht, da ist kein Problem. Wer sich verrechnet hat, ist kein Problem. Halte dein Fasten weiter. Alles gut, Junge. Wer früher gegessen hat, ist kein Problem. Hast du ihn gegessen? Nicht absichtlich. Alles nicht absichtlich. Okay. Sorry.